Ich bin spät dran. Bitte, ich mach's in der Stadt. Oh, ich verpasse den Flug. Chelsea-Trikot ist am Stüssel. So, let's go. So, neuer Stadion-Vlog. Chelsea vs. Liverpool im FA Cup Final im legendären Wembley-Stadion. Lego! Frühstück wird sich ein Omelette-Brötchen gegönnt und noch ein Croissant. London, here we go. Boah, das wird so ein heftiges Spiel heute. Ich habe gerade eben gelesen, der FA Cup ist das älteste Turnier in der Geschichte des Fußballs und er feiert heute sein 150-jähriges Jubiläum und noch nie in der Geschichte konnte ein deutscher Trainer den Pott gewinnen. Heute wird es aber passieren, entweder Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp. Ich fahre gerade zu Freunden, die wohnen nämlich in London, da kann ich dann gechillt übernachten. Nur 2 Stunden Schlaf wieder, aber der Grind ist real. Echt schöne Wohngegend hier. Die wohnen da oben in diesem Tower, richtig nice. Coco, hallo. Hey, hey, du kennst mich doch. Do you remember me? Hey, no. Die erinnert sich doch nicht an mich, das war's komplett. Ich habe hier ein richtig chilliges Zimmer. Hier kann ich jetzt wirklich den Bettsprung nicht bringen, Freunde. Aber ja, gemütliches kleines Bett. Coco, na? Lol, wie sieht denn der Knochen aus? Was ist denn das für eine Form? Hey, Brudi, willst du rein? Ach, was für eine schöne Aussicht hier, ne, vom Balkon aus. Richtig nice. Hey? Ja? Jorge? Chelsea Jersey ist schon an. Ich find's so nice. In London sieht einfach jedes Haus gefühlt anders aus von der Architektur. Ist einfach die schönste Stadt auf jeden Fall in England für mich. Auch so viel ist so modern. Ich laufe zur U-Bahn-Station. Oh, oh, oh. Ach, du kleiner Süßer. Halbe Stunde jetzt hier alle mitten. Jawohl, Wembley Park, Lego! Sorry, can I ask you for your prediction for YouTube? That's gonna be 2-1 Liverpool. 2-1 Liverpool, okay, good luck, yeah? Bye. Ich supporte die Blues, natürlich wegen Havertz, Freunde, die anderen deutschen Spieler. Aber ja, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Liverpool den Hasen eintütet. Ja, hören wir auch die ersten Fans schon. Vamos! Your prediction? Okay, good. Da vorne sehen wir auch schon den berühmten Wembley-Ring und da ist das Stadion. In 2 Stunden ist Anpfiff. Wir werden schon direkt bei der U-Bahn-Station die Highlights angezeigt von den früheren Finalen. Oh mein Gott, das ist das ganze Hotel voll mit Menschen, die zur Arena laufen. Tschüss. 2-1 Liverpool. Okay, good luck. So, wir brauchen mal ein paar Chelsea-Fans. Ah, da, der ist lustig. Sorry? Can I ask for your prediction for YouTube? 2-1 Chelsea. Alright, good luck. Heute wieder Tipp 2-1, ne? So viel Liebe zum Detail, sogar die Wände hier bei der Station sind so fußballmäßig dekoriert. Oh, ist das ein schöner Weg hier zu Fuß zum Stadion. Wunderschön. Hello. Good. 3-1 Liverpool. 3-1. Yeah. Will you win also the Champions League? Yes. Because I'm Barcelona fan, you know. I want you to win, please, the Champions League. Okay. Okay. Yeah, clearly. Die Fans chillen hier auch auf so bänkenmäßig, ne? Und das alles in so einem Rasenstyle. Ey, so viel Liebe zum Detail. Genau den Matchschal will ich. Die Blues vs. Reds. Sieht so geil aus. Oh yeah, jetzt bin ich ausgeschaltet. Oh, riecht sehr lecker. Ich habe jetzt schon zu Hause gegessen. Virgil. Ey, das sieht auch cool aus. Diese Hütchen. Please, this one. With, can I pay with card? Yeah. Perfekt. Ich laufe so an den Reds-Anhängern vorbei mit meinem Hut. Was geht ab, Jungs? Alles gut? Der geht mir gleich einen Kick, ich passe lieber auf. Drogba, by the way, alleine in Finalspielen im Wembley 8-mal in seiner Karriere getroffen. They call him here the big game player. Chelsea! Liverpool! Stadion, ey, so modern. Ich sitze im Chelsea-Block, Freunde, also ich muss hier lang. Hier nach links müssen alle Chelsea-Fans laufen und nach rechts alle Reds. Oh, ist das heiß mit dieser Mütze. Auch direkt am Wembley sind richtig viele Wohnblöcke, hätte ich nicht gedacht. Mit Havertz-Trikot kommen, den fragen wir auch noch. Well, hopefully Chelsea will win. Yeah, how much? Your favorite player is Havertz? Nice, okay, because I'm from Germany, you know? Very good. Nice. How are you? Yeah, hi. Der kleine Silva ist übrigens Publikumsliebling auch. Jetzt mal ernsthaft, vergleicht mal das mit Manchester. Schau mal, wie schön das da hinten ist. Mit so einem chilligen Brudden und so, Digga, da möchte ich direkt reinspringen. Der kleine Junge mit Salah-Trikot und einer Flagge sogar dabei. Da hinten sieht man so ein bisschen das City Center, da sind wir mittags vorbeigefahren, aber sonst ist es eigentlich ziemlich grün hier um das Wembley rum. Und ja, ansonsten vom Spiel eigentlich hier sehr friedliche Stimmung, keine Ausschreitungen oder so. Alle Leute laufen hier auch gemischt, ganz entspannt rum. Boy, das sind das moderne Kontrollen hier, ne? Wie am Flughafen. Tschüss. Is the beer good? Yeah, no. Katakomben vom Wembley, relativ unspektakulär, aber wirklich, oh, Nachos sogar. Mm, ah, nee, nee, ich muss wirklich, ey, das ist ein Wunder, dass ich noch nicht
500 Kilo wiege. Die haben sogar eisgekühlten Slush. Lecker. Nächster Harvard. Okay, wir gehen jetzt zu unserem Block. Harvard, it's gonna score a goal today? Cool. Yeah, let's go. Und jetzt willkommen im Wembley. Oh yeah. Boah, Digga, das ist so, Leute, wir sitzen hier irgendwo. Perfekte Sicht. Oh mein Gott, geil. Beim letzten Mal saßen wir ja da oben irgendwo. Ich hab so Bock auf dieses Spiel heute, ne? Ach, das ist direkt schon mein Platz hier am Gang. Okay, jeder Platz hat hier auch eine blaue Fahne. Nice. Boah, die nehme ich, glaube ich, sogar nach Hause mit, ne? Die ist ja richtig fresh. Hui! Sogar oben die Lichter blau und rot. Es ist alles hier so schön. Dieser Ort ist ja auch bekannt für seinen absolut perfekten Rasen. Okay, in England sehr oft, aber das ist echt ein besonderer Teppich. Boah. Ich schicke Harvard jetzt von hier ein Selfie. Vielleicht kommt er dann wieder zum Aufwärmen hier in die Nähe. Da seht ihr es auch nochmal. 150 Years FA Cup. Krass, eben hat Robert Lewandowski den Bayern-Bossen offiziell mitgeteilt, dass er nicht mehr bei Bayern spielen möchte. Also er möchte am liebsten im Sommer schon wechseln. Sogar Fabrizio Romano hat es bestätigt. Aber ich glaube, er wird nicht zu Barca kommen. Aber wohin sonst? Da oben sind einfach zwei Zuschauer. Wie cool ist das denn? Nice. Noch ein Zuschauer getroffen. Was geht? Er ist sogar in Chelsea. Ich sag 2-1 für Chelsea. Wird ein schwieriges Spiel. Aber ja, es macht bei den Harvards ein Lucky Tor macht. Oder ja, Mann. So alles drin. Kai Habibi, supporten wir. Auf jeden Fall. Do you have like ice cream or something? No ice cream. Oh, something sweet? Och man, ich hatte so Lust auf ein Eis. Egal, dann halt Maß. Nochmal zwei Jürgen Bürger. Was geht? Wie lange seid ihr schon Chelsea-Fan? Die Jungs wohnen sogar in Manchester. Viel Spaß. Ciao. Oh mein Gott, was? Aber es ist einfach nicht auf im Kader heute. Bei Liverpool ist alles normal. Hier ist vorne Mané und Salah. Bei Mané gibt es auch ein paar Gerüchte. Vielleicht kommt er zu Bayern. Ich glaube eher nicht dran. Wobei, wenn Lever jetzt wirklich geht, dann muss die Bayern ja adäquat Ersatz holen. Da sind auch Zuschauer aus der Schweiz. Die haben sogar hier einen Züricher Blues Fanclub. Geil. Was ist das für eine lustige Musik, ey? Vielleicht mal diese Pre-Match-Stimmung mit dem letzten Vlog. Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ganz am Ende Salah, Alter, den habe ich erst einmal bisher live gesehen. Don't worry. Sehr, sehr chillige Atmosphäre, nicht so episch bisher. Jürgen Klopp ist so ein Fuchs, ne? Der guckt sich nur Chelsea an, wie die sich aufwärmen. Damit es schon mal so sieht, okay, der ist nicht so spritzig heute und der eben schon. Wir laufen mal runter, weil die Spieler sind genau vor unserer Nase gerade. Oha, Rüdiger, 15 Meter Maximum. Nice. Boah, Digga, Action direkt vor unseren Augen. Das ist flashig. Toni! Ja, komm, Toni. Ah, wollte er hier einen Faller machen, ja? Gegen Jason Mount. By the way, ich glaube, ich bin der Einzige, der diese Mütze gekauft hat. Ich sehe niemanden sonst. Egal, dann sind wir was Besonderes. Romelu, jetzt mit dem Schuss. Zack, und? Ole! Oh, heilige Maria! Lul, was macht denn das Militär hier im Stadion? Die tragen irgendwie so einen Banner gerade rein. Ja, okay, die dürfen natürlich auch nicht fehlen mit ihren typischen Hüten. Oi, 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 oi. Alter, man merkt bis hierher die Hitze. Schaust dich hier zur Rechten und noch, der Banner wird gerade hochgefahren. Sieht sehr, sehr geil aus. Und bei Liverpool jetzt das gleiche Spiel. Alle holen ihre Fahnen raus. Chelsea! Was macht denn der, Alter? Der Typ wird uns wahrscheinlich noch ein paar Mal zum Lachen bringen. Der ist genau neben uns. Liverpool gibt sofort Vollgas. Salah, zieht in die Mitte.
Schlimmstes Gefühl, wenn man den Ball ins Gesicht bekommt, ne? Oder halt in die Eier. Schön zu sehen, wie er sich den Ball zurechtlegt für die Ecke. Da bekomme ich miese Flashbacks. Oh, super Pass, kein Abseits. Oh mein Gott. Oh! Martinez, warte, immer noch gefährlich. Peter, was? Was eine Parade, aber was eine Chance auch. Chelsea ist überhaupt noch nicht wach hier in den ersten Minuten. Die Liverpool-Fans sind viel, viel lautstärker und emotionaler dabei. Chelsea ist im Ballbesitz und Liverpool pfeift die aus. Und die tun quasi nichts dagegen, ne, gegen die Lautstärke. Lukaku jetzt vielleicht? Oh! Oh! Pulisic! Chelsea! Oh, gute Aktion vom Mount. Reece, zurück wieder auf Jason. Salah geht verletzt vom Feld runter. Wäre so extrem bitter, wenn auch das Champions-Finale jetzt ausfällt. Halbzeit in Wembley. Ich bin etwas enttäuscht, sowohl was die Atmosphäre angeht, also auch die Liverpool-Fans. Nur manchmal sind die ein bisschen lauter, sonst auch sehr leise. Und ja, Chelsea fans genauso. Und spielerisch auch, Freunde. Es fühlt sich irgendwie nicht wie ein Finale an. Wenig Zweikämpfe. Aber da fehlt der Dampf irgendwie mir in der Partie. Aber ja, ich hoffe, es geht jetzt gleich viel mehr ab. Ja, lauf! Kein Abseits! Ist doch kein Abseits, oder? Hä? Ah, er lässt den Ball. Oh, das war smart. Oh, für ganz normal safe. Schieß Alonso! Ja! Oh! Oh mein Gott! 40 Sekunden in der zweiten Halbzeit gespielt, direkt. Nein! Schieß! Ah! Nächste Parade für Alisson. Schön, James! Ja, James! Foul! Komm, auch mal den gelben Karton rausholen! Oh, Latte! In 2 Minuten 3 Riesenchancen. Jetzt passiert's. Oh, ganz knapp am Linkpfosten vorbei, aber sehr gute Aktion. Sehr gut. Nochmal zurückziehen. L1, R1 und James Stick nach unten. Ja! Oh, Mann! Insgesamt hat sich aber Chelsea mittlerweile die Führung auf jeden Fall verdient. Champions von Europa, wir wissen, wer wir sind. Das singen die Blues-Fans hier. Schon wieder knapp vorbei. Also, dass es hier 0-0 steht, das ist echt schon komisch. Oh, Thiago mit der Schulter. Und saugt den Ball runter. Zack, sein Signature-Move. Komm jetzt! Ja! Mann, ey! Was denn? Was ein Glück für Chelsea. Wembley. 0-0 nach 90 Minuten, es geht tatsächlich in die Verlängerung. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Liverpool es gleich entscheiden wird. Ich meine, die haben zweimal den Pfosten getroffen, also die sind schon einen Tick näher dran. Luis Diaz. Im 1 gegen 1 gegen Kanté. Geht vorbei, Kanté aber. Bärenstark, Endolo. In der Verlängerung spielt Chelsea auf einmal wieder besser. Oh, sieh ich! Elfmeter! Englischer Schiri, er sagt zu wenig, aber da war schon ein Rempler dabei. Oh, was ein Kontakt von Mané. Er ist auf und davon. Rüdiger holt ihn ein. Rüdiger! Er geht ja, by the way, zu Real Madrid nächste Saison. Dann neben David Alaba in der Innenverteidigung und auch Eder Militao. Dann Alaba vielleicht auf links. Also, ja, wird schon sehr, sehr heftig. Das war's, Freunde. 120 Minuten sind rum. Und das Finale wird tatsächlich im Elfmeterschießen entschieden. Ich habe nur noch 4% Akku, ich hoffe, du kriegst noch drauf. Die Liverpool-Fans singen gerade ihre Hymne a cappella. Oh mein Gott, es wird auf unsere Seite geschossen. Das heißt, kleiner psychologischer Vorteil für Chelsea. Boah, Digga, da fällt die Treppe fast runter. Alonso als erstes. Alisson und Monti natürlich sehr, sehr gute Torhüter, ne? Ah, ich weiß nicht, wer macht's jetzt? Jawohl! Der Routinier Milner als erstes für Liverpool. Kriegt hier sehr viele Pfiffe. Ah, ich sag oben rechts. Oh! Einfach der Predict King. Und nun Azpilicueta
zukünftiger Barca-Spieler? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Kapitän von Chelsea. So geil, der hat noch nie einen Elfmeterschießen auf meinem Kanal. Wenn er jetzt verfehlt, dann ist eigentlich schon entschieden. Ja, ist drin aber. Okay, komm! Mondi, halt jetzt ein! Verzögert? Oh! Lässig, lässig! Oh! Souverän! Oh, Bengalo wurde gerade auch auf den Rasen geworfen. Trent gegen Mondi. Drin wieder. Liverpool ist ein Elfmeter davon entfernt, den FA Cup zu gewinnen, oder Chelsea verfehlt jetzt. Dann haben sie es auch Jorginho. Der ist eigentlich sehr erfahren, hat aber auch schon im Finale mal verfehlt. Was ein Druck er jetzt haben muss. Drin. Okay, Mondi muss jetzt halten. Wer von denen tritt an als Letzter? Mané. Oh Leute, der verfehlt nicht. Der Traum eines jeden Fußballers. Im Wembley den entscheidenden Elfmeter zum Titel zu versenken. Mané hat jetzt die Chance. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? 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 Damit habe ich auch niemals gerechnet. Alles wieder 0-0. Alles wieder. Jetzt auch auf der Seite blauer Pyro auf Rasen. Mal schauen, ob der Glück bringt. Sehe ich jetzt. Ja! So schnell ist das Spiel so gedreht. Diego Jota muss jetzt treffen. Sonst ist vorbei. Drin. Okay. Es geht weiter. Jason Mount. Verfehlt. Okay. Ich denke, den zweiten Matchball wird sich Liverpool nicht nehmen lassen. Der Junge, dieser Taximi, tritt an. Oha. Puls von 180 hat der, aber sowas von safe. Tor. Liverpool holt den FA Cup. Mané wird ihm auf jeden Fall einige Abendessen ausgeben. Und Bengalos überall auf Rasen. 1, 2, 3. Was für Bilder. Direkt danach ging mein Handy aus, aber gerade noch rechtzeitig. Am Ende hätten es beide Mannschaften machen können. Lasst ein kostenloses Abo da, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Nächste Woche bin ich beim Europa League Finale in Sevilla und darauf die Woche beim Champions League Finale. Und ja, haut rein, lasst einen Daumen nach oben da und goodbye aus London.